Heute gute Laune. Heute hat der Belzer gute Laune. Habe ich Mikro an? Mikro ist an. Mikro ist an? Ich weiß gar nicht. Ich habe nur am reingetan und fertig. Unsere VW Beetle ist da zum Projekt Gran Turismo. Wir bauen auch einen eigenen. Lass uns den angucken. Ich habe den noch nicht gesehen. Ja? Der ist auf jeden Fall in Schwarz. Ich habe den nur. Was ist so dunkel hier? Ab in den Keller. Tag. Hallo. So sieht's aus. Alle kommen heute. Heute ist ein Besuchertag. Komm, wir gucken uns den Beetle an. Boah, das ist hell. So. Achtung. Tada! Quick, quick. Das sieht echt gut aus. Das ist ein 2 Liter Turbo. Ja. Warum? Boah, es hat hell. Entschuldigung. Das ist ein 2 Liter Turbo. Natürlich einmal volle Bude und zurück. Wenn der Belzer schon was kauft, dann was einmal vernünftig. Ja. Geiles Ding. Ah. Oh Jesus. Also ohne Scheiß, ne? Einmal dürft ihr raten, wer damit gefahren ist. Olli, wenn du das Video siehst, ne? Olli, das ist doch nicht normal. Du fährst so. Der Olli braucht immer so ein Glasdach, weil der fährt immer so nach oben. Wie kann man so sitzen? Ich komme nicht mal. Der Olli. Ja, aber check, Automatik, Belzers Lieblingsgetriebe. Geil. Wer hätte das vor einem Jahr gesagt, oder wer hätte das vor einem Jahr gedacht, dass der Belzer einen Beetle fährt? Ich. Ich nicht. Ich auch nicht. aber richtig cooles Ding. Klimatronik, Navi, großes Navi-System, alles drum und dran. Ne? Klar, ist ein gebrauchtes Auto, hat hier einen Kratzer, machen wir aber alles fertig. Hauptsache die Basis stimmt. Ne? Aber sonst ziemlich gut gepflegt. Ich habe überlegt, wir machen ein paar Recaro-Sitze rein. Das finde ich richtig schön im Schwarz. Also im Prinzip finde ich das Auto richtig cool. Ne? Ja. Das wird unser Werbeauto. Ja, einmal von außen, komm. Wie geht das hier? Guck mal, was für ein gepflegtes Ding das ist. Ne? Schön. Mal hier, Businessman. Wie ihr das gestern in einem Video von JP gesehen habt, haben wir das Auto schon fertig, sein Rennauto. Ja, und wir machen die TÜV-Version jetzt bei uns. Wir brauchen ein Gewindefahrwerk, wir brauchen ein paar geile Räder und vielleicht ein paar Sponsoren, die auf das Auto draufkommen. Wer da Interesse hat, vielleicht bei uns Werbung zu machen auf dem Auto, der kann sich gerne bei uns melden. Ja, vielleicht wollt ihr, wir werden das Auto sowieso so bauen wie in dem Spiel. Ja? Nur in dem Spiel sind bestimmte Sponsoren, mit denen wir keinen Kontakt haben, aber vielleicht schaut der eine oder der andere zu, dass wir die bei uns aufs Auto draufkleben. Deswegen, guck mal, der sieht aus wie neu. Frische Ölwechsel, alles drum und dran. Ich glaube, bei dem Turbo ist er normal, glaube ich. Ist er bei dem Turbo serienmäßig? Ja. Ich glaube schon. Was denn? Die rote Bremsbacken. Wie meine. So sieht's aus. Also, auf jeden Fall, wir legen los. Ab morgen schrauben wir den Beetle auseinander und bauen zusammen. Dann geht er zum Lackierer und wir werden hier alles weiter zeigen. Also, wer das sehen möchte, der kann gerne hier weiter uns verfolgen und so weiter und so fort. Danke, tschüss.